Herzlich willkommen bei der 36. LinkedIn-Show mit Datenschmutz. Manche sagen, die beste B2B-Talkshow auf LinkedIn, andere behaupten, die einzige. Wie dem auch sei, euch erwarten 50 Minuten voller Spannung, 50 Minuten voller Crime-Information. Also ich hoffe, ihr habt die nächsten paar Stunden Zeit. Nein, ganz im Ernst, heute ein sehr, sehr spannender Gast bei mir in der Sendung. Elisabeth Motsch, Image- und Stilberaterin. Wir Digital-Heinis denken ja beim Thema Branding und Personal Branding zuerst mal an unsere Social-Media-Kanäle, an die Botschaften, die wir verbreiten, an die Status-Updates, die wir veröffentlichen. Aber natürlich ist Aussehen, ist Mode, sind die Statussymbole, die man trägt, von Brillen, Schmuck und so weiter, ein ganz, ganz wesentlicher Teil unseres Stils, unseres Images. Und genau dieses Image wirkt sowohl auf die anderen, aber auch nach innen, auf uns selber. Und genau mit diesem Thema beschäftigt sich Elisabeth Motsch seit Jahren. Ich denke, sie ist eine der bekanntesten und kompetentesten Stil- und Imageberaterinnen. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Freut euch drauf, heute bei mir in der Sendung zu Gast. Außerdem in Frag den Ricci, ein Thema, das wir schon das eine oder andere Mal hier in der Sendung hatten. Wie oft muss ich auf LinkedIn posten, um bestmögliche Resultate zu erzielen, um meine Inhalte möglichst weit zu streuen? Eine Frage, die man wahrscheinlich auch immer wieder mal neu beantworten muss. Der Algorithmus ist ja nichts Statisches, sondern die Dinge ändern sich eben im Laufe der Zeit. Damit herzlich willkommen an alle, die heute mit dabei sind. Und ja, ihr wisst, ich freue mich immer sehr, wenn ihr kommentiert. Hallo, yeah, gern gesehen. Fragen natürlich auch sehr gerne. Die werde ich bemühen, die im Lauf der Sendung zu beantworten. Und damit, bevor wir zum Interview mit Elisabeth kommen, fragt den Ricci. Die richtige Posting-Frequenz, vermaledeites Wort. Ihr wisst natürlich alle, wenn man schon mal einen Newsletter abonniert hat und der Herausgeber oder Versender dieses Newsletters etwas zu, ja, ich sag mal, lax ist mit der, oder es etwas zu gut meint mit der Frequenz, dann führt das schnell mal dazu, dass man genervt ist und sich die Sachen nicht mehr anschaut. Es gibt zu viel Information, es gibt auch zu wenig Information. In ganz ähnlicher Art und Weise gilt das natürlich auch für die Menge bzw. die Frequenz der Inhalte, die wir auf Social Media Networks posten. Und Peter möchte von mir wissen, wie oft er auf LinkedIn mindestens posten muss, um maximale Reichweite zu bekommen, und wie viele Status-Updates, Postings pro Tag oder pro Woche denn zu viel sind. Zum einen muss man sagen, als Social-Media-Plattform funktioniert LinkedIn natürlich anders als ein klassischer Newsletter. Das heißt, der Algorithmus filtert Postings und man sieht ja jetzt nicht jedes Status-Update, das jeder Kontakt schreibt. Das heißt, LinkedIn wählt eine bestimmte Menge daraus aus, und das heißt jetzt anders als bei einem Newsletter, wenn du jetzt theoretisch 10-mal am Tag posten würdest, dann heißt das natürlich nicht, dass alle deine Follower alle diese 10 Postings sehen. Ganz im Gegenteil, das würde wahrscheinlich eher dazu führen, dass die dann aufhören zu reagieren. Und ja, was schon vergleichbar ist, finde ich, mit einem Newsletter. Bei einem Newsletter ist immer die Öffnungsrate und in weiterer Folge die Klickrate sehr relevant. Und man könnte jetzt sagen, ein je höherer oder der Anteil des eigenen Netzwerks, der die Status-Updates tatsächlich zu Gesicht bekommt, das entspricht sozusagen der Öffnungsrate bei einem Newsletter, wenn auch die Parameter oder die Resultate, die das beeinflussen, ganz andere sind. Ganz pragmatisch gesagt, ich starte mal mit dem zweiten Teil der Frage. Wie oft ist zu oft? Da gibt es ein paar sehr interessante Beiträge von LinkedIn selber dazu, was das Thema Feed Distribution betrifft. Kurz gesagt, wohl so ziemlich das sinnvolle Maximum, das man posten kann, sind 2 Beiträge am Tag.
Weil wenn man nämlich, wenn der zeitliche Abstand zwischen zwei Beiträgen zu kurz ist, dann kannibalisieren die sich im Feed sozusagen und nehmen sich gegenseitig Reichweite weg. Weil LinkedIn auch bemüht ist, möglichst diversen Feed anzuzeigen und tendenziell, wenn du innerhalb kurzer Zeit mehrere Status-Updates schreibst, dann wird sich der Algorithmus für eines dieser Status-Updates entscheiden, dass er einen Teil deiner Follower anzeigt. So ganz, ganz grob mal, Daumen mal Pi. Das heißt, zwei pro Tag in einem Mindestabstand von 4, besser 6 Stunden, das wäre so ziemlich das Maximum. Es gibt natürlich auch hier Ausnahmefälle, wenn ihr zufällig ein Medienunternehmen seid, ganz egal jetzt, ob eine Tageszeitung, ein Fachmagazin, ein B2B-Magazin und ohnehin täglich die entsprechende Menge an News produziert, dann kann es natürlich schon Sinn machen, beispielsweise eine LinkedIn-Page auch wie einen News-Ticker zu betreiben. Aber das ist eine sehr, sehr kleine Gruppe und wird in der Regel die Ausnahme darstellen. Wahrscheinlich interessanter für die meisten Nutzer, wie oft muss ich mindestens posten. Gerade wer LinkedIn länger verwendet schon, der weiß natürlich, die Plattform belohnt originäre Inhalte. Die sind nicht ganz einfach zu produzieren, schnell mal einen Fachartikel scheren, bringt nicht viel Reichweite. Das heißt, da steht schon ein gewisser Aufwand dahinter. Deswegen sage ich zu meinen Kunden auch immer, weniger ist mehr, lieber weniger posten und dafür gute Inhalte. Meiner Ansicht nach, und da muss man jetzt auch nochmal unterscheiden zwischen privaten und Company, also privaten Accounts und Company Pages, das sinnvolle Minimum wäre einmal die Woche oder zweimal die Woche, also zweimal im Monat. Weniger würde ich nicht machen. Auch mit dieser Zahl von Postings ist es relativ schwierig, dass der Algorithmus in vertretbarer Zeit eine lernt oder eine Vorstellung unter Anführungszeichen davon bekommt, über welche Themen man denn hier eigentlich postet. Also einmal die Woche wäre auf jeden Fall ein Minimalziel. Zweimal die Woche ist besser. Wenn ihr die entsprechenden Ressourcen habt und LinkedIn auch wirklich intensiv nutzen möchtet, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, täglich zu posten. Natürlich nur vorausgesetzt, ihr habt auch die entsprechenden Inhalte. Das aus den Fingern saugen bringt recht wenig, aber wie gesagt, tägliche Postings selbstverständlich unter der Voraussetzung, dass es sich auch um Themen handelt, die eben für die Zielgruppe interessant sind und die hier dementsprechend auch auf Gegenliebe stoßen, dann ist einmal am Tag ja schon eine ganz gute Sache. Bei mir als Content-Strategen und LinkedIn-Berater ist es natürlich etwas anders. Ich komme so im Durchschnitt auf ja, 7-8 Postings die Woche, meistens zweimal am Tag. Einmal morgens und einmal abends. Also, wie gesagt, Peter, wenn du maximale Reichweite und Exposure erreichen möchtest, dann wäre es sicherlich nicht schlecht, täglich zu posten. Wenn ihr andere Meinungen, Erfahrungen dazu habt oder Fragen, das gierige kleine Kommentarfeld freut sich auf eure Anmerkungen. So viel zum heutigen Frag den Richie. Und damit kommen wir zum ersten Teil des Interviews mit Elisabeth Motsch. Elisabeth schaut hier auch gerade zu. Also, selbst auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr etwas von Elisabeth wissen möchtet, Kommentarfunktion freut sich und wir freuen uns über eure Einträge. Und damit, enough said, herzlich willkommen im Studio, liebe Elisabeth. Liebe Elisabeth, ich freue mich, dass du heute bei mir in der LinkedIn-Show bist. Du bist Stil- und Imageberaterin. Du berätst Führungskräfte beim Auftreten, bei Kleidung und Stil. Wie bist du zu diesem Job gekommen? Wie war dein persönlicher Werdegang? Danke, Richie, für die Einladung in diese LinkedIn-Runde. Also warum bin ich dazu gekommen? Weil ich selber sehr viel Not hatte in meiner Kleidung. Das können sich manche heute gar nicht mehr vorstellen. Aber ich bin natürlich ganz normal aufgewachsen. Ich habe angezogen, was mir gefallen hat, aber ich kannte die Wirkungsgeheimnisse nicht. Und als junge Frau bin ich in eine Gesellschaft gekommen, in der diese Wirkungsgeheimnisse sehr wichtig waren und mich hat das total verunsichert. Und dann habe ich versucht, diese Dinge zu lernen und habe daraus auch einen Beruf gemacht. Ich bin ja auch noch Knicke-Expertin, habe auch ein Buch geschrieben über Umgangsformen, Karriere mit Stil, Top Umgangsformen im Business.
Das hat auch aus dem resultiert, weil ich damals sehr viele Lücken in den Umgangsformen hatte. Also privat, bitte, danke, reicht in der Businesswelt nicht. Ja? Und das ist so mein Werdegang gewesen und bin dann 1998 in das Firmentraining gegangen. Und ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten und Menschen einfach in ihrer Wirkung zu unterstützen und ihnen zu zeigen, welche Ressourcen sie haben, wenn sie ihre Persönlichkeit nach außen tragen, und der erste Eindruck ist einfach wichtig. Wenn es um das Thema Eindruck und Status und so weiter geht, dann denken viele sofort einmal an teure Statussymbole. Braucht man ein Rolex oder einen Armani-Anzug, um gut zu wirken, oder lässt sich das auch mit kleinerem Budget realisieren? Es lässt sich alles mit kleineren Budgets realisieren. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, die Statussymbole wie teure Uhr oder teure Kleidung wirken ja nur in ganz bestimmten Zirkeln oder Gesellschaften. Also wenn ich jetzt mit Statussymbolen zu Menschen gehe, die sehr grün denken und die sehr naturgetreu denken, ja, da hat das überhaupt keinen Raum. Also im Endeffekt kommt es auf die Gesellschaft drauf an. Und natürlich, wenn Leute auf Statussymbole wie eine Uhr Wert legen, dann ist es nicht die goldene Rolex, sondern dann ist es eine, die nur der Kenner kennt. Ja? Und nichts, was zu sehr nach außen zu Pusche getragen wird. Aber Statusspiele spielen ja nicht nur jetzt im Uhrenbereich oder Designerbereich eine Rolle, sondern generell auch, ich kann mir Status generell mit Stil, wenn ich stilvoll auftrete, authentisch auch meiner Marke gegenüber, dann habe ich auch Status, ohne Statussymbole wie teure Uhr, teure Autos. Aber es sollte immer ein Bild sein, das ich nach außen trage, das kongruent zu meiner Marke ist. Und ich vermute mal, das ist genauso ein Thema wie vieles, das, wo es sehr schwierig ist, sich selber zu beurteilen, also wo ein Blick von außen natürlich sehr hilfreich ist. Auf der einen Seite, so wie du sagst, diese Wirkungsgeheimnisse der Kleidung, aber auf der anderen Seite, ich bin ja, glaube ich, es gibt zwei Themen, mit denen ich ganz wenig zu tun habe, das ist Sport, also Fußball speziell und Mode, wo ich auch wenig drüber weiß. Ja. Und dann ist natürlich das Naheliegendste, ich ziehe eben an in dem, worin ich mich wohlfühle. Und das scheint ja momentan überhaupt ein bisschen ein Trend zu sein, gerade jetzt auch mit dem Homeoffice, oder? Zählen Dresscodes momentan überhaupt noch? Es gibt in sehr vielen Firmen gibt's Dresscodes, weil einfach eine Marke eine Botschaft nach außen trägt. Mit dem Homeoffice ist es so eine Sache. Ich ziehe mich jeden Tag, ich bin ja auch im Homeoffice, ich ziehe mich jeden Tag so an, dass ich mich in der Arbeit fühle. Also ich könnte mir nie vorstellen, in der Jogginghose jetzt am Computer zu sitzen. Ich sitze auch generell nicht mit der Jogginghose. Aber wenn ich heute dieses Gefühl habe, ich bin im Geschäft, dann sitze ich anders, dann rede ich anders. Das heißt aber nicht für jede oder jeden im Homeoffice, dass sie sich wohlfühlen in Businesskleidung oder in Smart Casual, wie jetzt jeder gekleidet ist. Weil jemand, der gerne funktionell angezogen ist, der ist froh, wenn er keine Kleidung tragen muss, ja, sondern die sind auch kreativ teilweise mit Jogginghosen. Aber das sind nur ganz wenige. In der Regel hat es eine Auswirkung auf mein Gefühl. Kleidung macht was mit uns, macht Spannung. Ich habe mir heute auch sehr wohl überlegt, was trage ich, ja, wo fühle ich mich wohl? Das ist immer meine erste Frage. Aber Homeoffice oder generell Dresscodes werden immer eine Rolle spielen, weil wir natürlich eine Marke nach außen tragen. Man sieht sie auch auf LinkedIn, ja, wie schnell man ein Bild verurteilt, weil die Aussage des Bildes nicht stimmt. Und deswegen wird es Dresscodes immer geben, aber sie sind lockerer geworden. Was ja bei Männern vielleicht weniger, aber bei Frauen auch ein großes Thema ist, sind Accessoires, aber auch die Länge der Röcke, Schuhe beispielsweise. Da fällt ja jetzt momentan in der aktuellen Homeoffice-Zeit eine Menge Information weg. Meistens sieht man sich so wie wir. Du, ja, etwas mehr vom Oberkörper, aber irgendwo hier ist halt, irgendwo ist abgeschnitten, da ist der Cut sozusagen. Das heißt, es bleibt eigentlich nur der Teil. Du trägst eine sehr, sehr schöne Kette und Schmuck. Und natürlich vor allem bei Frauen, das Make-up spielt auch eine Rolle. Muss man dann, wenn du so willst, auf diesem Bereich umso mehr Wert legen, weil man in der Regel nicht die ganze Person sieht?
Auf jeden Fall, aber man sollte natürlich auch darauf achten, dass nicht eine Kette jetzt ablenkt. Ja? Also diese Kette ist dezent, man kommt trotzdem noch zu mir ins Gesicht, man ist nicht zu sehr abgelenkt und trotzdem macht es eine Aussage, es rundet das Ganze ab. Wichtig ist auch, dass man Ohrringe trägt oder generell auch, dass das Hemd sitzt, wenn man ein Hemd anhat als Mann. Ich muss heute nicht das Sakko anziehen, wenn es nicht meiner Marke entspricht. Ja? Aber ich sollte darauf achten, dass ich ein Bild von mir gebe, das auch mir gefallen würde von anderen. Dass man einfach sagt, da schaue ich gern hin. Und das ist ja auch mein Image, das ich nach außen trage. Also wenn ich jetzt Zuhörer bin in einem Webinar und ich schalte meine Kamera ein und es ist am Abend um 9 und da geht es um Themen, softe Themen. Ich muss da nicht drinnen sitzen, jetzt gestylt, aber ich würde mich da auch nicht im Couching-Outfit hinsetzen, wenn man mich sieht. Auf keinen Fall. Also ich habe da mal in meinem Berufsleben innerhalb einer Woche lustigerweise eine recht skurrile für mich Erfahrung gemacht. Auch zu dem Thema, wie relativ Dresscode sind. Ich war bei einem Kunden zur Vorbesprechung für einen Workshop, das war in einem Ministerium, und ja, ich hatte T-Shirt und Jeans an, und am Ende der Besprechung hat er gesagt, aber Herr Bettauer, beim Workshop ziehen Sie sich dann schon ein Hemd an, bitte, bei uns haben immer alle Hemden. Und ich, ja, selbstverständlich, hätte ich sowieso gemacht. Und 2 Tage später war ich bei einem anderen Kunden und hatte Hemd an. Ich trage grundsätzlich keine Krawatten, das mag ich nicht, aber ich hatte eben ein Hemd an, war etwas eleganter gekleidet, ja, und wir hatten dann die Vorbesprechung, und er kommt am Ende zu mir und sagt, aber Herr Bettauer, beim Workshop können Sie sich nur ein T-Shirt und ein Jeans anziehen, weil das ist man ja gewohnt von den IT- oder New Tech-Guys sozusagen. Ich habe dann sehr lachen müssen, ich habe in beiden Fällen das Gewünschte getan und habe gedacht, das hat eigentlich hat sehr viel mit Erwartungshaltung zu tun, auch, ja, oder? Mit Erwartungshaltung und Werten. Sind meine Werte mit deiner Kleidung geachtet? Mhm. Und ich schaue immer drauf, wenn ich wohin gehe, zuallererst muss ich mich wohlfühlen. Also wenn ich mich nicht wohlfühle, ja, dann ist die Körperspannung schon nicht da. Ja? Das ist das ganz Wichtigste. Und wenn ich wohin gehe und ich weiß, da ist eine Erwartungshaltung da, dann mache ich mir doch keine Minuspunkte, verschenke doch keine Punkte, nur weil ich sage, es ist mir egal, was der andere von mir denkt. Ich glaube, wir sind nicht in einer Situation, alle miteinander nicht, dass wir es uns leisten können, dass wir Punkte verschenken, dass wir nicht darauf achten. Bill Gates, ein Mark Zuckerberg, die können anziehen, was sie möchten. Die haben es geschafft. Aber in der Situation bin ich nicht und sind viele andere auch nicht. Und diese Werte, also ich achte immer darauf, dass die Werte geachtet werden und dass ich auch respektiere, was dort herrscht. Das heißt aber nicht, dass ich mich verkleiden würde. Ja. Was ich sehr spannend finde dran, ist auf der einen Seite natürlich, dass es sehr wichtig ist, dieses Regelwerk zu kennen, dass ich nicht irgendwann Bundespräsident von Österreich bin, auf eine Veranstaltung gehe, wo Black Tie gewünscht ist und mit einer schwarzen Krawatte hinkomme. Ja. Aber mir kommt vor, dieses Wissen ist mittlerweile gar nicht mehr so weit verbreitet. Das ist die eine Sache, aber jetzt gerade im Zusammenhang mit Branding muss man das ja doch mit einem, ich sage mal, mindestens gesunden Individualismus kombinieren. Ich habe vor kurzem sehr, sehr lachen müssen. Ich meine, für die Betroffenen ist es weniger lustig, aber wusstest du, in Nordkorea gibt es für Männer, ich weiß nicht mehr, 7 oder 8 und für Frauen 11 oder 12, ist kein Witz, offiziell erlaubte Frisuren. Und ja, ich schwöre, und die Friseure haben dort alle so Vorlageposter hängen, da hast du Frontal- und Seitendinger und Färben geht nicht. Und es ist grundsätzlich, du hast die Wahl zwischen einer dieser Frisuren. Was ich sehr, sehr interessant finde, wir haben heute eine Sendung, in der es um Image und Mode geht und mehr männliche Zuseher als sonst. Aha, vielleicht doch großes Interesse da in der Männerwelt. Hallo Roswitha, hallo hallo Manuel, hallo Daniel, hallo Isabella, Bärbel, Lukas, Thorsten, Patricia, Milos, einer meiner großen Style-Vorbilder, Katja, Martin, Magda und Heinz. Und Bärbel hat eine interessante Frage vorhin gestellt im Chat. Es heißt ja immer, ich lese mal vor, es ist immer wieder zu hören, dass mein Bild mich in der Kleidung zeigen soll, die ich bei meiner Zielgruppe vermute. Wie gehe ich bei verschiedenen Zielgruppen vor? Und Elisabeth hat da geantwortet, mit verschiedenen Dresscodes arbeiten. Wenn ich einen Termin mit einer Bank habe oder mit Swarovski,
dann ziehe ich mich um. Ich denke auch, dass das absolut sinnvoll ist. Ich muss nur gerade lachen bei der Frage und dran denken an einen Termin, den wir mal hatten vor Jahren bei Swarovski. Ich habe da mal mitgearbeitet bei so einem Kulturverein, Kulturprojekt. Wir haben da Installationen gebaut und Ausstellungen gemacht rund um die Kulturgeschichte des Kristalls. Und wir waren da auch sozusagen die jungen Wilden. Und natürlich bei den Vorstandssitzungen, wo wir dann auch präsentiert haben, da saßen die Vorstände, Status, Krawatte, teuer gekleidet und so. Und wir haben uns dann auch erkundigt und wollten uns einigermaßen adäquat anziehen, wurden dann aber ganz explizit gebrieft, sozusagen unseren Status als junge Wilde da auch zur Schau zu tragen. Ich glaube, ich habe damals sogar extra dann eine Skaterhose angezogen. Und ja, lustigerweise danach dann mein Termin mit einem Unternehmensberater und danach eine Swarovski-Krawatte angezogen. Also ich glaube, es ist halt immer so, wenn man die eigene Rolle oder die eigene Position oder auch weiß, was erwartet wird, dann ist das sehr hilfreich und ansonsten ist es sicherlich eine gute Idee, sich da an die Dresscodes anzupassen. Auf jeden Fall auch ein Punkt, in dem man einiges an Überlegungen investieren sollte. Letztendlich ist ja auch so, bei einem digitalen Bild, bei einem Profilbild auf LinkedIn, das wird auch von unterschiedlichen Zielgruppen gesehen. Also ich denke, da spielt da natürlich auch die persönliche Präferenz eine ganz große Rolle. Und damit zum zweiten Teil des Interviews. Auf der einen Seite haben wir Dresscodes und auf der anderen Seite, glaube ich, beim Branding ist ja auch sehr wichtig, dass man was Individuelles transportiert, dass auch was hängen bleibt oder dass man eine Type ist, wenn ich das ausdrücken soll. Absolut, Richard. Und das ist jetzt die neue Zeit. Also vor 10 Jahren haben sich alle businesslike gekleidet. Und wir haben ja auch einen gemeinsamen Kunden. Den habe ich auch gebrandet als Marke. Also eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Ja, aber er wirkte wie ein Provinzler. Ja, also er transportierte über seine Kleidung nicht seine Klasse, seine Botschaft, sein Unternehmen. Und es war für mich so spannend. Ich war da mit dem auch shoppen. Und wie er dann diese Kleidung trug, die seiner Persönlichkeit entsprach, die seiner Marke entsprach. Du kannst dir nicht vorstellen, was der für eine Ausstrahlung bekommen hat, Richie. Also das war für mich so eine Auferstehung. Also ich kann es nicht anders beschreiben. Vorher so, ja, Kleidung ist wichtig. Ich habe eh meinen Anzug an, ich habe eh meine Krawatte an. Aber es war so, der ganze Mensch vorm Spiegel war eine andere Person. Er hat gespürt, wie sehr ihn das kleidet. Und da möchte ich noch eine Anekdote erzählen. Ich habe einen Kunden vor 2 Jahren auch begleitet. Der wuchs auch nicht auf mit Dresscodes. Da waren andere Dinge wichtiger. Und es heißt, also meine Meinung ist, es ist nicht eine Sache von, ich bin nichts wert, wenn ich nicht gut gekleidet bin, sondern eher, ich habe es halt vielleicht nicht gelernt. Ja? Und er lernte es nicht. Und wir waren shoppen und er fuhr am selben Abend dann nach Hause und hatte ein Outfit an. Und er machte zu Hause die Tür auf und sein Sohn kam ihm entgegen und sagte, Ma, Papa, bist du heute fesch? Also es ist dem kleinen Sohn aufgefallen, der Papa, der hat trotzdem Anzug getragen, ja? Aber er sah ganz anders aus und unlängst erzählte er mir, Frau Motsch, ich fühle mich wie ein anderer Mensch. Mit meiner Marke, mit meinem Branding. Das heißt, in diesem Sinne, landläufig versteht man ja den Spruch, Kleider machen Leute von der Außenwirkung her, aber die wirken ja dann auch sehr stark nach innen. Ja. Man kann ja auch nur das transportieren, was man vor sich selber glaubwürdig darstellt. Ja. Kleider machen nicht nur Leute, sondern Leute machen auch Kleider. Das heißt, wenn ich mich wohlfühle, dann wirkt meine Kleidung auch ganz anders. Und ich denke, wir sind in einer Zeit, wo wir sehr visuell orientiert sind. Und LinkedIn, Facebook, das ist alles visuell. Gefällt mir etwas, bleibe ich drauf. Gefällt es mir nicht, bin ich schon wieder weg. Und ich glaube, gerade auf LinkedIn ist dieser geschäftliche Kontext extrem wichtig. Dann ist es auch wichtig, welche Botschaft ich senden möchte, welche Marke. Jemand, der jetzt Sporttrainings verkauft, kleidet sich anders wie ein Banker, ist logisch, oder ein CEO. Aber ich denke, die Marke zu leben, authentisch, das wird in der Zukunft noch wichtiger werden. Ja, ich möchte nur ganz kurz was zeigen. Ich habe mir extra Brille hergegeben, wie sehr eine Brille den Menschen verändert. Ja, ich habe jetzt eine ganz andere Aussage.
Ja? Ich wirke mehr wie eine Professorin, ich wirke feiner. Ja? Also ich kann mit Kleinigkeiten oft meine Aussage komplett verändern. Ja? Also das sind die kleinen Dinge, an denen wir schrauben. Aber dazu muss man halt eben auch wissen, dann was wie wirkt. Das kann man bei dir lernen, oder? Weil damit ich das gezielt verändern kann, sagst, wow, das ist ein voller Unterschied. Ich wüsste jetzt aber nicht, ist das die Brillenform oder die... Es ist die Brillenform, die ist in Kombination feiner. Mit deiner Gesichtsform sozusagen. Ja, genau, und dadurch wirklich feiner. Und das ist die typische Professorinnenbrille, die Pantoform. Ich bin ja auch Brillenexpertin. Ja, ich habe viele, viele Jahre für einen der größten Brillenhersteller in Deutschland auch gearbeitet, also habe die Optiker geschult. Und das ist, da wirkt das Gesicht feiner, je nachdem, welche Botschaft ich senden möchte. Da wirkt das Gesicht eben strenger und stärker konturiert. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt meine Frisur verändern würde, dann passt die Brille nicht mehr. Stimmt, ja. Dann schaut, ja, stimmt. Ja, also okay, das ist keine Resonanz mehr. Ich arbeite nach dem Resonanzprinzip. Und dieser Ausschnitt passt zur Brille. Diese Brille passt nicht zu diesem Outfit. Verstehe. Das heißt, das ist schon ein Gesamtkonzept und auch, es muss ein stimmiges Gesamtbild ergeben. Ja, genau. Also ich mache ein Gesamtkonzept, aber ich schaue immer drauf, wie viel Aufwand möchte jemand betreiben. Also jemand, der sagt, es muss schnell gehen in der Früh, machen wir ein einfaches Konzept. Es gibt so sicherlich auch je nach Gesichtsform oder generell so Dinge, die zu jemandem passen vom Stil her und weniger. Das ist das eine. Und dann gibt es auch Sachen, die man mag oder nicht. Ich werde nie vergessen, ich hatte mal bei einem Mobilfunker, wo ich gearbeitet habe, für den habe ich die 25 Jahre Feier moderiert. Ja. Und wir bekamen da eine sehr tolle Sprecherausbildung und eine Beratung bei einer jungen Stilberaterin, die gerade fertig war mit dem Job. Und ich war dann bei ihr, war vollkommen sinnlos, weil sie war fix davon überzeugt, dass die einzigen Hemden, die ich tragen kann, kennst du diese hellrosa Männerhemden? Ah, das geht ja gar nicht. Ja, eher friert die Hölle zu, bevor ich sowas ansehe. Und ich habe mir halt gedacht, mag schon sein, selbst wenn sie fahrtechnisch recht hat, das funktioniert ja immer nur, so wie du gesagt hast, im Einklang mit dem, wo sich jemand wohlfühlt oder was er auch selber möchte. Weißt du, was da dahinter steht? Farben ist das eine. Farbpsychologie und das zu meiner Persönlichkeit passt, das ist ganz etwas anderes. Also unser Kunde, never ever rosa Hemd. Auch wenn es ihm zum Gesicht passen würde, es geht nicht vom Ausdruck. Na, finde ich, ohne zu wissen, warum, aber na. Ja, hör mal zu. Wenn ich so eine tiefe Stimme habe, kann ich keine rosa Kleidung tragen. Also es hat mit Stimme zu tun, es hat mit Persönlichkeit zu tun. Also ich schaue dahinter, also ich schaue mir die Persönlichkeit ganz genau an. Also auch wenn es von den Farben passen würde, muss ich mir die Persönlichkeit anschauen. Und es ist ja auch ganz spannend, wenn ich zum Beispiel jemandem ein Hemd gebe, wenn ich einem Mann ein Hemd empfehle. Da muss ich auch zuerst schauen, das ist die Persönlichkeit. Es gibt Männer, die können keinen Kentkragen tragen. Die müssen einen Haifischkragen tragen, damit sie Status kriegen. Ein Mann wie du, dem würde ich doch never ever eine Krawatte geben. Never ever. Ja? Weil deine Frisur so außergewöhnlich ist, so eine Marke ist und dein Bart. Und dann hättest du eine Krawatte, das spießt sich. Und das ist ja bei mir zum Beispiel auch so eine Sache, gell? Ich habe am Lienzer Gymnasium maturiert, ja. Als erster ohne Krawatte. Ich habe zuletzt mit 16 eine Krawatte getragen und das hat nichts mit Rebellion oder Abneigung zu tun, sondern ich sprich gern. Ja. Und wenn eine Krawatte sehr locker gebunden ist, schaut es echt nicht gut aus. Und sobald sie korrekt gebunden ist, fühle ich mich beeinträchtigt. Und deswegen habe ich auch eine andere Frage. Gibt es irgendeinen Mann, der eine Fliege tragen kann? Ja. Der nicht Clown ist in einem Zirkus, okay. Es gibt Männer, die können eine Fliege tragen. Stell dir einfach so einen schrulligen Universitätsprofessor vor. Oder James Bond, stimmt, der hatte ja manchmal sogar auch zum Smoking, glaube ich. Ja, Smoking ist was anderes. Smoking ist wieder was anderes, stimmt. Aber wenn dir, also es muss jetzt nicht ein Universitätsprofessor sein, aber so einen schrulligen Philosophen, der einfach so irgendwie aus der Zeit gefallen ist. Mhm. Ja? Also es gibt Menschen, die haben diesen Anteil an sich, also diesen Persönlichkeitsanteil. Ich habe jetzt eine Frau gecoacht, die sieht aus wie die Tilda Swinton. Die ziehe ich an wie eine Tilda Swinton. Das ist das Gleiche wie mit der Schleife, ja, oder mit dem Mascherl, wie wir in Österreich sagen. Ja. Ah, ja, also ja, ja. Es
muss immer einhergehen. Also wenn jetzt, keine Ahnung, unser Bundeskanzler Kurz, Sebastian Kurz jetzt, eine Schleife tragen würde, dann würde das nicht zu seiner Klarheit passen, nicht zu seiner Aussage. Apropos, gutes Stichwort, da hat sich ja viel getan. Man könnte jetzt sagen, vielleicht in der Gesamtbevölkerung nehmen viele Dresscodes etwas laxer als früher. In der Politik ist es umgekehrt im Vergleich zu vor 20 Jahren. Ja, das sind schöne Anzüge, Slimfit-Anzüge, aufwendige Mode. Bei den Frauen übrigens ganz genauso. Also wenn man da mal einen Gruppenvergleich machen würde, Ministerinnen und Minister von vor 20 Jahren und jetzt, da hat sich modisch viel getan, oder? Ja, da hat sich ganz viel getan. Und man muss auch schauen, um welche Partei handelt es sich, weil die Grünen natürlich sich anders kleiden wie jetzt die Roten. Aber es geht trotzdem auch immer um Wirkung. Ja? Und wenn wir uns den ehemaligen Außenminister Joschka Fischer anschauen, der ja Grün hoch 3 war, in seiner Rolle als Außenminister trug er dann irgendwann Anzug, weil es einfach seiner Rolle entsprach. Ja? Und das ist auch bei unserem grünen Chef, beim Herrn Kogler, bei unserem Vizekanzler, der trägt auch Sakkos und bei manchen Sachen eben ohne Sakko. Aber man muss immer schauen, wo gehe ich hin und welche Botschaft habe ich auch dahinter. Aber es hat sich viel getan und ich bin der Meinung, die generell, ob Politik oder Wirtschaft, man möchte Authentizität sehen, gepaart mit dem Firmenimage, damit man die Menschen auch wahrnehmen kann. Damit man nicht verwirrt ist. Ja, absolut. Eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert, weil ich glaube, ich gehöre als Ungebäckter zu einer mittlerweile fast rechtsexklusiven Minderheit. Meine Frau hat auch keine Tattoos. Was sagst du als Modeexpertin zu Tätowierungen an sichtbaren Stellen? Es muss zu Menschen passen. Also hättest du mich vor 20 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ist ein No-Go. Ja? Mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist für manche wirklich ein Markenzeichen. Ich finde es bei manchen cool, aber die Sache ist die, wenn ich jetzt sichtbare Tattoos habe, dann sollte natürlich auch die Kleidung dieser Aussage entsprechen. Also ich finde es jetzt nicht gut, wenn jemand jetzt Anzug und eine klassische Krawatte trägt und dann kommen da Flammen raus. Also das finde ich jetzt nicht cool. Das ist furchtbar. Ja, bin ich vollkommen deiner Meinung. Wenn aber jetzt jemand Flammen hat, ja, und trägt einen Anzug, trägt ein cooles T-Shirt und trägt Turnschuhe dazu oder Sneaker, sieht die Welt ganz anders aus. Und ich glaube schon, dass wir in einer Zeit kommen, und es ist auch gut so, wo viel mehr erlaubt ist. Aber wieder, ich muss darauf achten oder sollte darauf achten, dass es zu mir passt, dass es nicht aufgesetzt ist. Ich habe auch kein Tattoo. Ich würde mir auch never ever eines machen. Erstens einmal, weil es mir weh tut. Also der Schmerz alleine, den mag ich schon nicht. Also ich finde, jeder sollte tun, was er möchte. Und aber darauf achten, ob es auch meiner Marke entspricht. Und ich kenne Mitarbeiter in Unternehmen oder ich kenne auch Frauen, die haben am Unterschenkel Tattoos, große Tattoos. Dort darf man das nicht tragen. Die können keine Röcke mehr tragen. Ja, und das ist eine Entscheidung. Wenn man das mal rückgängig machen will, dann ist es wahnsinnig teuer und glaube ich noch mal einige schmerzhafter als die Handfertigung. Ist ja auch ein Unterschied. Habe ich da ein kleines Tattoo? Ja, oder? Klar. Ich meine, das ist das Gleiche mit einem kleinen... Wenn eine Frau da ein kleines Piercing hat, mein Gott. Ja, also ich glaube schon, wir sollten ein bisschen offener sein, den Leuten einfach etwas zugestehen. Aber natürlich, die ältere Generation reagiert da anders drauf. Sieht es noch ein bisschen anders, aber ich denke, die Zeit verändert sich und wir dürfen individueller leben. Aber, lieber Ritschi, wir sollten trotzdem die Wirkungsgeheimnisse kennen und sie so einsetzen, dass wir einfach überlegen, wo hilft mir das, wo hilft mir das. Also für mich ist Kleidung ein Marketinginstrument. Ja. Ganz einfach. Guter Punkt. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Mode unterliegt natürlich auch dem Wandel, wie der Name ja schon ausdrückt. Spezieller Styling-Tipp von Datenschmutz 2020, der letzte Schrei. Schwarze Hemden mit Beagle-Terrier-Muster, derzeit
zu sehen auf allen Laufstegen. Aber wieder eine sehr spannende Anmerkung von Bärbel, finde ich. Wie ist es mit der These, mich so zu kleiden, wie Menschen es erwarten? Künstler sind doch alle eigentlich ein wenig irre und die unkonventionelle Kleidung gehört fast zur Erwartung oder unterstreicht Künstlerstatus sogar. Absolut. Ja, ich weiß nicht, ich denke da gleich mal an Lady Gaga und ihren Fleischmantel. Aber generell auch der Thorsten Habener, deutscher Mentalist, der ist ja eine Zeit lang aufgetreten mit senkrecht nach oben tupierten Haaren. Sicherlich auch größerer Verbrauch an Haarspray und oder Haargel, aber natürlich sehr, sehr wiedererkennbar. Ich glaube, solche Codes, die auch aus dem Konventionellen ausbrechen, sind natürlich auch sehr spannend. Und wenn's aber dann nur mehr um die Devianz, um der Devianz willen, um des Show-Effekts willen geht, dann wird es natürlich auch sehr schnell mal aufdringlich und langweilig. Stil hat ja oft auch mit Understatement zu tun. Mit dem Understatement ist das natürlich online so eine Sache. Es gibt diesen, ich glaube, mittlerweile über 20 Jahre alten Cartoon, wo ein Hund am Chat sitzt, natürlich noch vor Videochat, und die Unterschrift war irgendwie so: On the Internet, nobody knows you're a dog. Und ja, Brown-Nosing, Angeberei, sich selbst besser darstellen als man ist, ist natürlich sehr üblich. Nichtsdestotrotz sind im Business-Kontext und gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo wir sehr viel mit Videokonferenzen zu tun haben, Dresscodes natürlich auch sehr, sehr wichtig. Deswegen werde ich jetzt keinesfalls aufstehen, damit ihr nicht seht, dass ich unterhalb meines schwarzen Bigelderry-Hemds nur eine Boxershort trage. Aber nein, ganz im Ernst. Ist tatsächlich so bei Video meistens diese, ja, Brustbild. Das heißt, auch hier spielen Dresscodes, beispielsweise Ketten bei Frauen oder andere Dinge, natürlich auch eine Rolle. Da kann man auch drüber nachdenken vor dem nächsten Zoom-Meeting. Über Stil, Image und digitale Medien und auch darüber, wie sie selbst LinkedIn verwendet, habe ich mich mit Elisabeth im dritten Teil des Interviews unterhalten. Viel Vergnügen. Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, du bist ja selber auf LinkedIn auch sehr aktiv. Ja. Was bringt dir die Plattform was als Selbstständige oder wie nutzt du sie? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war eine sehr passive LinkedIn-Userin. Ich habe oft wochenlang nicht hineingeschaut und ich hatte auch immer sehr viel zu tun und jetzt nutze ich LinkedIn. Ich bin jeden Tag auf LinkedIn, also mich fasziniert das und was mir einfach so gefällt ist, es ist der Content so gut. Also ich informiere mich mittlerweile auf LinkedIn und ich finde einfach, es ist von den Informationen, von den Kontakten und ich nutze viele Angebote auch, also muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach vieles gibt momentan auch. Ich bin begeistert, also ich möchte gerne mehr Zeit verbringen, weil ich, ja, man kann sich zeigen, man kann sein Geschäft zeigen, aber was ich immer wieder sehe, ist einfach, dass sich die Leute zu schlecht mit den Bildern, mit dem Header verkaufen und auch Videos, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da sollte man wirklich Hilfe in Anspruch nehmen. Da braucht man jemanden, der zu dir einmal sagt, du hast ein scheiß Bild. Ich habe das gebraucht zumindest. Der das dann ehrlich sagt, not in these words, aber genau. Weißt, das sieht man selber oft auch nicht. Und das ist genauso, wie du sagst, du hast nur das Profilbild und das Headerbild, das ist sehr wenig und da muss man das halt optimieren. Genau. Elisabeth, du bist ja nicht nur Image- und Stilexpertin, du bist auch Kniege-Expertin. Ja. Das heißt, Benimmregeln, Kniege gibt es im privaten Bereich, gibt es auch im Business-Kontext. Ja. Und gibt's auch einen Online-Kniegel? Du meinst von mir? Na, generell, so Benimmregeln, die du ja, wichtig hast. Du meinst jetzt, weil wir vorhin vom Buch gesprochen haben, natürlich gibt es einen Online-Kniegel. Und fangen wir mal bei Sie an, ja, Sie oder du. Ja? Also ich würde auf LinkedIn never ever jemanden per Du schreiben, außer wir sind in einer gemeinsamen Gruppe. Mhm. Und wir haben schon was gemeinsam gemacht, also in der Gruppe und da herrscht der Gruppen-Du, dann ist das was anderes. Und gerade heute in der Früh hat mir eine Dame geschrieben, die hat eine Kontaktanfrage gestellt und schreibt mir zurück, liebe Elisabeth, wir haben uns begegnet vor einigen Jahren und wir waren bei Du. Darf ich das Du wieder aussprechen? Ja, selbstverständlich gerne. Also für mich ist online zu sein nicht ein Freibrief, dass man alles macht, ja, sondern da gibt es auch Regeln und die sollte man kennen. Deswegen Sie habe ich genauso gesehen wie du immer. Bei mir hat, muss ich ehrlicherweise zugeben, eine Mischung aus Pragmatismus und einer Kolumne vom Rezo,
sagen wir, von den deutschen YouTube-Influencern da zum Umdenken führt. Er hat diese Kolumne, hat er im Spiegel geschrieben, die ist echt lustig. Und da geht es darum, dass er das wahnsinnig unhöflich findet, wenn ihn Leute online mit Sie ansprechen. Also klassische Umdrehung war nicht das Stilmittel, aber mein Problem ist, ich habe richtig viel Kontakte und wenn man viele Veranstaltungen ist oder Workshops macht und sich unsicher ist, ob man bei du oder bei sie war, dann muss man eine Entscheidung treffen, die in jedem Fall desaströs ist, wenn sie falsch ist. Nein, brauchst du nicht eine Entscheidung treffen. Du sprichst das einfach nur an. Okay, ja, stimmt, das ist natürlich. Also, weil wenn du eine Entscheidung triffst und dir nicht sicher bist, ja, kann sie die falsche sein. Ja, genau. Wenn du aber sagst, ich weiß nicht, sind wir jetzt per du oder per sie, dann können wir gemeinsam entscheiden. Ja, stimmt, das ist natürlich. Das war ja bei uns auch so. Ich habe hab dich angeschrieben, ja, und es wäre mir nicht im Leben eingefallen, dich zu duzen. Und du hast mir dann sofort deinen Wunsch geäußert und ich habe gesagt, ja, gerne. Also für mich war das super. Im persönlichen Kontakt ist das ja immer quasi die. Wobei, mir persönlich wäre es lieber, wenn es keine Sie-Form gäbe. Die Engländer haben zwar natürlich, oder die Englischsprachigen haben auch dezente Formen, aber sie müssen sich nicht bei jedem Satz diese Unterscheidung überlegen. Ich weiß eh nicht, wie es die nächsten Jahre sich entwickelt. Ja, genau. Weil wenn man denkt, es war plurales Majestat, es ist nicht so lange her, dass man in Österreich die Eltern mit sie angesprochen hat. Also, und das ist ja auch mit Hallo so, ja. Ich würde auch kein Mail beginnen mit Hallo, ja. Genau. Ich glaube, in 10 Jahren, also die Generation, die jetzt heranwächst, die wird sich mit Hallo ansprechen oder anschreiben. Ja? Ich denke, da haben wir schon einen Paradigmenwechsel. Es wird auch der Händedruck sich verändern, lieber Ritschi. Ja. Also Distanzzonen werden sich verändern. Ja, absolut. Das ist alles eigentlich sieht man ganz gut, dass das alles sehr fluente Vereinbarungen sind, die halt im Laufe der Zeit einfach entstehen. Neuen Knick gegeben. Ja, wir nehmen das immer so als gegeben hin. Aber ich sage mal so, die klassischen, ein Thema auch beim Knigge, in den klassischen Benimmregeln ist es ja sehr wichtig, für Gentlemen, Damen zuvorkommen, zu behandeln, Tür aufzuhalten, Mantel abnehmen und so weiter. Ja. Und ich mache das und habe kein Problem damit. Es gibt aber mittlerweile Frauen, die fühlen sich dadurch gestört. Ist dir das schon mal unterkommen? Wie geht man mit dem Thema um? Für mich ist das nichts, das irgendwie mit Gleichberechtigung zu tun hat. Ich habe gar nichts dagegen, wenn eine Frau vor mir geht und mir die Tür aufhält. Aber grundsätzlich versuche ich dann doch voranzugehen. Also es ist total spannend. In meinen Seminaren ist das immer wieder Thema, und zwar von den Männern. Die sagen, Frau Motsch, es vergeht mir, einer Frau die Tür aufzumachen, wenn ich dann mir eine Abfuhr hole. Und das verstehe ich. Ja? Und ich habe lange darüber nachgedacht, wie sich der Mann keine Abfuhr holt. Wenn der Mann seiner Dame sagt, darf ich Ihnen die Tür aufmachen? Und sie sagt nett und höflich, nein, danke, ja? Dann hole ich mir keine Abfuhr. Wenn ich es nicht weiß, ja, ich bin eine Frau, ich liebe es, wenn mir ein Mann die Tür aufmacht. Aber wenn der Mann einfach die Tür aufmacht und dann sagt sie, ja, das kann ich selber, ja, so reagieren auch manche Frauen. Also ich appelliere an die Frauen, wenn ein Mann höflich zu ihnen sein möchte, dann sagen sie höflich nein, aber nicht mit einem Unterton so nach dem Motto, das will ich nicht, ja. Man muss nicht alles akzeptieren, was der andere mit einem macht, aber man kann es nett und höflich kommunizieren. Ja, wie gesagt, ich werde im schlimmsten Fall die Abfuhr weiterhin riskieren und Türen aufhalten. Ist ja auch schön, weil es gibt trotzdem viele Frauen, die lieben es. Ja, absolut. Genauso aus dem Mantel helfen und so weiter. Aber ja, wie gesagt, es ist halt, mir kommt vor, man denkt, vor 100 Jahren, da gab es ja sehr, sehr strikte Gesellschaftsregeln und Umgangsformen. Es hat sich erhalten. War ich auch gar nicht so an Königshäusern. Ich glaube, bei Veranstaltungen bei der britischen Königin ist genau geregelt, wie so ein Knicks auszusehen hat und so weiter. Aber im normalen Leben hat es auch viel mit Höflichkeit und Hausverstand zu tun, oder? Ja, also ich denke, man sollte die Knicke kennen. Und dann kann ich ja entscheiden, kann ich sie bewusst brechen? Zum Beispiel, ja, sage ich Gesundheit oder sage ich nicht Gesundheit? Nach Knicke sagt man nicht Gesundheit. Wenn ich aber aufgewachsen bin, dass man Gesundheit sagt, dann habe ich sozusagen einen Etikettefehler gemacht bei der anderen Person. Die andere Person weiß aber nicht, dass sie die Etikette nicht kennt. Ja? Also man muss sich entscheiden. Also heute ist es so geregelt, im Privaten kann ich sehr wohl
Gesundheit sagen, im Geschäftlichen soll ich es unterlassen. Aber ich schaue ganz genau, wenn ich jetzt ein Meeting habe und da sagt einer Gesundheit und die anderen sagen auch Gesundheit, dann sage ich auch Gesundheit. Also dann ist das auch sozusagen die Kultur innerhalb der Gruppe, wie man damit... Ja. Also ich glaube, dass man nicht mehr sagt, das muss so sein, sondern ich weiß die Regeln und dann entscheide ich, passt es zur Situation oder passt es nicht zur Situation. Das ist auch mit dem Grüßen so, ja. Normalerweise bei uns zu Hause haben immer die Kinder den Erwachsenen die Hand gegeben. Das habe ich auch so gelernt, ja. Genau, so sind wir aufgewachsen. Aber eigentlich geben die Erwachsenen den Kindern die Hand, weil ja das die Älteren sind. Ja, und man geht auf Augenhöhe mit dem Kind und das Kind ist dadurch kein Bittsteller. Ah, verstehe. Das weiß fast keiner. Stimmt, ja. Das, na. Ja, weil es gibt immer der Ältere dem Jüngeren, der Rang Höherer dem Rang Niederen, die Frau dem Mann. Das weiß auch eine Frau nicht, dass sie dem Mann die Hand gibt. Das ist bei uns nicht sozialisiert oder fast nicht sozialisiert. Und darum muss man immer schauen, zu welcher Gruppe komme ich, wer ist da. Also ich denke, und ich spreche da aus meiner Not, hätte ich nicht so viel Not gehabt mit meinen Umgangsformen, ganz ehrlich. Ja, ich hätte vermutlich kein Buch geschrieben, ich hätte es nicht zum Beruf gemacht. Ja, aber ich habe so viele Fettnäpfchen in meinem Leben gehabt früher und es passieren mir auch heute noch welche. Also wenn jemand sagt, Elisabeth Motsch ist perfekt, dann ist es gelogen. Elisabeth Motsch kann genauso wenig perfekt sein wie jeder andere. Ich weiß halt in manchen Dingen mehr. Und es passieren dann einfach auch die Dinge weniger zufällig. Das finde ich wahnsinnig spannend dran, wenn man über diese Wirkung Bescheid weiß. Da werde ich mich auch sicher noch näher informieren bei dir. Liebe Elisabeth, eine Frage, die ich jedem Gast in der Sendung hier stelle. Erzähl uns doch bitte etwas über dich, das deine Online-Kontakte, Follower nicht wissen oder der Großteil nicht über dich weiß. Also was auf LinkedIn kaum jemand weiß, also das ist nur ganz klein kommuniziert, ich bin Expertin des italienischen Kleiderstils. Also ich gehe mit Kunden oder fliege mit Kunden nach Mailand zum Shoppen. Also meine letzte Shoppingreise wurde abgesagt. Also ich wäre vor 3 Wochen, also am Wochenende gab es dann die Ausgangssperre. Also ich wäre an diesem Wochenende in Mailand gewesen mit einem Kunden shoppen. Und das ist so meine ganz große Leidenschaft, weil ich im viele Sommer auch immer die Sommerakademie am Fashion Campus gemacht habe. Also ich kenne mich sehr gut aus und ich mache auch sehr viele Stilkonzepte, also Stilcollagen für Kunden. Und das ist so meine ganz große Liebe, das kaum jemand auf LinkedIn weiß, so mit Kunden, Kundinnen in Mailand zu shoppen. Muss aber dazu sagen, ich kann nicht mit jedem nach Mailand fliegen. Ja, mit manchen fliege ich auch nach London oder auch gehe ich in München shoppen oder Wien. Ich kann deswegen nicht mit jedem nach Mailand gehen. Ich muss die Körpergröße haben, ich muss die Kleidergröße haben und ich muss der Typ dazu sein. Was zeichnet so denn, kann man das sagen, was so typisch ist für den italienischen Stil? Der italienische Stil ist, den wir wahrnehmen, ist dieser edle, klassische Stil. Mhm. Der heißt bei den Männern Distinguished Style. Das ist der Distinguished, so eine lässige Eleganz. Die haben ja dann auch das Hemd offen, die Knöpfe offen, ja. Also die haben so ganz kleine Dinge, wo sie immer lässig wirken. Das hat mit dem Typ zu tun. Ja, bei den Frauen ist es eher dieser Max-Mara-Typ. Und ich bin ja nach Mailand gegangen, weil ich sozusagen den italienischen Stil studieren wollte. Und bin dann aus alle Wolken gefallen, dass es in Italien nicht einen Stil gibt, sondern unzählige. Bad Taste Look, Prada Look, ja, dann Cavalli Look. Also es gibt so vieles, ja, und es kommt auch darauf an, in Mailand gibt es unterschiedliche Gesellschaftsschichten und da werden die unterschiedlichen Stile auch getragen, ja. Und die einen tragen Distinguished, die anderen Prada Bad Taste. Also Italien ist sehr umfangreich, aber den Stil, den wir wahrnehmen, ist der Distinguished und der Max Mara, eher dieser sportlich elegante oder elegante Look. Und jetzt, weil mich das persönlich auch sehr interessiert, man hat da oft vielleicht von Filmen oder so Bilder im Kopf, weil du gesagt hast, mit manchen deiner Kunden würdest du eher nach London fahren, weil das zum Glück passt. Oder Paris auch. Oder Paris, man,
Paris denkt man natürlich sofort an Haute Couture, aber für mich ist eigentlich London so der Inbegriff des klassischen schönen Business-Anzugs. Ich weiß nicht warum. Ah, von diesen traditionellen, eher langweilig. Früher hat man ja gesagt, es gibt den deutschen Business-Look, den englischen oder den Great Britain-Look und dann gibt es den italienischen. Der deutsche war das Zelt, also von den Hemden auch, das war das Zeltartige. Ja, das war so eher groß. Die Italiener so ganz schmal und die Österreicher waren so ein bisschen dazwischen. Und mittlerweile hat sich aber das sehr verändert. Die Briten sind ja sehr traditionell und deswegen bleibt dieses Britische schon sehr bestehen. Aber der Deutsche und Österreicher orientiert sich momentan extrem italienisch. Italienisch, ja. Mehr Lässigkeit bei trotzdem elegantem Stil. Aber ich muss natürlich auch der Typ dazu sein. Und wenn zu mir jemand sagt, ja, Frau Motsch, Mailand oder Verona oder Rom, das kann ich mir gar nicht leisten. Ich kann für ganz wenig Geld mir einen italienischen Stil in Mailand kaufen. Also da schlackert man mit den Ohren. Also ich war mit einem Kunden in Verona, der hat sich komplett eingekleidet. Also um einen Preis, das kriege ich nicht einmal beim Kleiderbauer. Wow. Ja, das war sein Budget und da kann ich nicht zu Prada gehen oder zu Brioni, das funktioniert nicht. Also ich schaue immer auf die Geldbörse. Aber da braucht man halt einen kompetenten Einkaufsguide. Ja. Also, ich muss wissen, was meins ist und was mich kleidet. Ich muss sozusagen meine Stilgeheimnisse kennen. Wir fliegen dann nochmal nach London nach Corona. Gerne, Richie. Also ich bin sofort dabei. Passt. Liebe Elisabeth, vielen Dank. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch in eine für mich noch recht neue Welt, die man aber definitiv näher anschauen werde. Danke, Richie, danke für die Einladung. Es war mir ein großes Vergnügen, über meine Profession und über meine Leidenschaft zu sprechen. Dankeschön. Danke, lieber Richie. Ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Stil, Image, keineswegs nur dann relevant, wenn man sich Auge in Auge gegenübersteht. Momentan natürlich mit mindestens 100 cm Abstand. Und viel häufiger in Videokonferenzen oder eben medial vermittelt. Wie dem auch sei, wir sind noch nicht am Ende der heutigen Sendung angekommen, sondern bei den Status-Updates der Woche sind heute wirklich einige ganz, ganz besondere Schmankerl. Derzeit erleben natürlich digitale Veranstaltungen einen großen Boom. Viele Veranstaltungen können nicht stattfinden, werden deshalb in die digitale Sphäre verlegt. Andere mal verschoben bis auf unbestimmte Zeit. Aber ich denke, ein ganz besonderes Highlight für jeden, der sich mit Video Creation beschäftigt, ist das DachTV Barcamp. Mehr dazu gleich in Kürze. Aber bevor wir zu den Status-Updates der Woche kommen, wie es sich gehört, muss das Studio natürlich nochmal ordentlich desinfiziert werden. Andere verwenden flüssige Desinfektionsmittel. Wir haben dazu unseren Hausdrachen. Und damit, without much further ado, zu den Status-Updates der Woche. On point. Es ist bereits die vierte Runde. Es ist April. Aufgrund von Ostern mit einem leicht verschobenen Timing haben wir den aktuellen Beitrag heute veröffentlicht. Ihr findet ihn auf dem Profil von Irene. Ich habe die Links zu den Status-Updates der Woche auch schon gepostet in den Kommentaren. Ein Thema, das denke ich für sehr viele interessant ist diesmal einerseits und wir haben auch eine, glaube ich, so breit gefächerte Expertenrunde wie noch nie. Nach der Corona-Krise, wie steht es um deine Industrie? Wir haben Eventveranstalter, Menschen aus dem medizinischen Personalbereich, chemische Industrie, Medienhainis, ganz, ganz quer durchgemischt. Und ich fand es wirklich sehr spannend, diese 12 Statements hier durchzulesen. Was allen gemeinsam ist, das werdet ihr auch feststellen, wenn ihr euch den Artikel in Ruhe anschaut. Es ist schon klar, dass wenig so bleiben wird wie bisher und dass diese einerseits mal, dass die unmittelbaren Begleiterscheinungen der Corona-Krise im täglichen Leben, soziale Distanz und so weiter, die werden uns doch noch um einiges länger begleiten.
Es wird auf absehbare Zeit mal keine größeren Events geben. Aber auch wenn diese unmittelbare Thematik mal gelöst ist, dann werden uns die wirtschaftlichen Nachwehen noch eine ganze Weile lang beschäftigen. Und auf der anderen Seite gibt es in dieser Situation natürlich auch viele Möglichkeiten und Chancen, sich neu zu erfinden, wie es übrigens bereits auch viele Startups machen. Also schaut rein, gibt, glaube ich, auch ganz gut Inspiration oder ja, hoffentlich auch den Impuls, die eigene Meinung dazu abzugeben. Ihr wisst, On Point, dass das Debattenformat auf LinkedIn, jedes Monat 12 Experten, initiiert von Dr. Irene Kilubi und mir. Wer da gerne dabei sein möchte oder sich aktiv beteiligen, es gibt auch eine LinkedIn-Gruppe dafür. Ihr findet den Link ebenfalls beim Artikel. Und damit zum bereits eingangs erwähnten DachTV Barcamp. Am 1. und 2. Mai hätte ja in München die erste LinkedIn-DachTV Videokonferenz stattfinden sollen. Wir haben uns alle wahnsinnig drauf gefreut, außer mir. Wir hatten da nämlich Urlaub in der Steiermark geplant, der ausfällt, ebenso wie die Konferenz, aber die Konferenz fällt nicht aus, sie wird im Oktober voraussichtlich stattfinden, September oder Oktober, aber es gibt am 2. Mai ein fettes, fettes, fettes Barcamp online, organisiert von Sandra Kiel, Engin Esa und natürlich Ilkay Özgesaulu. Und dieses Barcamp, die Teilnahme ist gratis, dieses Barcamp wird, ich glaube, über Teams stattfinden. Die Tickets gibt es auf Eventbrite. Es wurde heute online gestellt, der Event, und es gibt vorerst mal 60 Tickets. Als ich jetzt kurz vor der Sendung reingeschaut habe, waren noch 4 Tickets verfügbar. Also wer da dabei sein möchte, sollte sich durchaus rasch registrieren. Dann schauen wir mal. 2 Tickets, 2 verbleibende Tickets. Also noch 2 Gratisplätze für schnelle Zuseher. Ich habe vergessen, Hakan macht die Webseite. Referenten unter anderem Natalia Wichowski, ganz, ganz tolles Line-up, sehr, sehr viele Videoexperten, Ulo Schlögl, Andrea Balschuh. Ich werde gemeinsam mit einigen anderen Livestreamern eine Diskussionsrunde zum Thema Best Practices, Erfahrungsaustausch mit live anbieten. Sehr interessant übrigens momentan in den USA, große Diskussion unter vielen Streamern, ob der mit dem Livestreaming verbundene Aufwand sich auszahlt. Viele sagen, ja, ich habe ohnehin viel größere Reichweite mit kurzen Videoschnipsels. Auch ein Trend, der jetzt ganz stark kommt, dass man eigentlich wie von Twitch gewohnt, von den Streams dann so kurze Highlight-Clips macht. Ja, ich glaube, da ist noch viel Diskussionspotenzial im Zusammenhang mit diesem Format. Es gibt 3 parallele Tracks, das Programm ist bereits online auf der Webseite, aber bevor ihr euch das genauer anschaut, sichert euch lieber eines der Tickets. Ich vermute mal, dass es in den nächsten Tagen auch noch einige Tickets geben wird, aber der frühe Vogel frisst den Wurm. Ich freue mich wirklich sehr drauf. 2. Mai, 9 bis 17 Uhr. Naturgemäß Selbstversorgung, kein Catering am Barcamp, aber ich glaube dafür wirklich sehr viel geballtes Wissen und intensiver Wissensaustausch. Britta Behrens feiert Philipp Westermeier. Warum? Philipp hilft nämlich gerade seiner Mutter, die betreibt einen, glaube ich, Bastelshop und ist natürlich in diesen Zeiten auch sehr stark auf digitale Medien angewiesen, und es gibt da ein sehr, sehr charmantes Video dazu, das ich euch gerne zeigen möchte. Hallo! So, dauert 5 Minuten und es geht eben darum, wie bringt man auch einer Generation, die nicht wie ein Fisch im Wasser in den sozialen Medien schwimmt, die Nutzung bei. Wenn ihr selber Verwandte, Bekannte habt, die solche Shops betreiben, schaut euch das Video an. Super tolle Tipps dabei. Payam Panyani ist auch nicht faul und hat eine, meiner Meinung nach, ja, schwer, schwer geniale Aktion ins Leben gerufen, und zwar Employer Branding in Zeiten von Corona. Bayern kommt zu dir ins Unternehmen und dreht ein Video, macht ein tolles Employer Branding Video. Nein, macht er nicht, weil es natürlich derzeit ein komplettes Drehverbot gibt. Und deswegen hat sich Bayern einfallen lassen, es könnte ja auch die Kamera kommen. Was macht eine Kamera allein? Recht wenig, aber in der Hand von verschiedenen Mitarbeitern recht viel. Und dann reißt die Kamera wieder zurück und Bayern bastelt daraus ein Video.
wenn ihr so wollt, Employer Branding Videos ohne physischen Kontakt, aber mit den Mitarbeitern als Corporate Botschafter da in diesem Fall. Wirklich, wirklich ganz, ganz tolle Idee. Die Resonanz war auch riesengroß. Ich glaube, Bayern hat da 3 Videos für die ersten 3 Firmen sogar kostenlos verlost. Ich bin sehr gespannt auf die Resultate. Das nenne ich mal sehr, sehr kreativen Umgang. Ein Businessmodell, das sich in der Form überhaupt nicht mehr realisieren lässt. Also schicken wir die Kamera auf Reisen und ich kann mir vorstellen, dass das auch noch ganz, ganz tolle und authentische Resultate bringt. Thumbs up, Bayern. Super Idee. Marina Seyerz spricht in ihrem aktuellen Artikel einen sehr, sehr validen Punkt an, meiner Meinung nach. Wir reden ja immer darüber, wie wichtig es ist, dass auch oder gerade die Führungskräfte, die C-Levels, LinkedIn benutzen und damit auch Vorbildfunktion, Vorbildwirkung im Unternehmen entfalten. Und Marina spricht aber hier 3 Dinge an, 3 Fähigkeiten, die Führungskräfte entwickeln, wenn sie eben solche Social Media Plattformen nutzen. Sie lernen klar zu kommunizieren, sowohl schriftlich als auch verbal. Sie lernen digitales Netzwerken und sie lernen, in Klammer, digitale Wertschätzung. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wertschätzung für Mitarbeiter, der stärkste oder einer der stärksten Motivatoren im Unternehmen überhaupt. Michael Benortz hat es schon wieder getan und ein ganz, ganz wichtiges Thema rund um LinkedIn perfekt in ganz, ganz wenigen Folien verpackt, auf den Punkt gebracht, und zwar der perfekte Profilslogan. Der Profilslogan ist super wichtig, nicht nur für die Suche, sondern auch, weil er an jeder möglichen und unmöglichen Stelle immer wieder auftaucht. Wird stark unterschätzt, viele machen ganz, ganz gewaltige Fehler. Michael hat hier eine schöne, einfache Struktur. In welchem Bereich bist du als Experte tätig? Was bietest du an? Wer ist deine Zielgruppe? Kann man klarer und einfacher nicht ausdrücken. Ändert euren Profilslogan diesbezüglich. Ja, bringt sehr viel. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Von Sandra Ishi habe ich ein Ei bekommen. Ich habe mich sehr gefreut. Super, super charmante Idee. Sie hat hier mehrere LinkedIn-Ostereier bemalt und uns dann raten lassen, wem welches Ei gehört. Kleiner Hinweis, auf diesem Ei steht Linked Friday. Ja, und damit sind wir wirklich schon fast am Ende. Außer, ich habe euch ja erzählt von der Impress Challenge, die ist sehr gut gelaufen, beziehungsweise läuft sehr gut. Wir haben alle hart und gerecht Feedback verteilt letzte Woche. Ist noch verlängert bis zum 20. Also ihr habt diese Woche noch Zeit, beziehungsweise übers Wochenende, wenn ihr möchtet, euer Video hochzuladen und Feedback zu bekommen von Richard Blöß, Sonja Schumacher, Thomas Albrecht, Elena Adler und mir. Also Video hochladen, Expertenfeedback holen und die Videowirkung optimieren. Heute ist Donnerstag, ergo ist morgen LinkedFreitag, und zwar der 41. LinkedFreitag. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Markiere 1 bis 3 Personen aus deinem Netzwerk. Schreib dazu, was du an ihnen toll findest. Ja, better feeds for all, share the love. Ich freue mich auf eure Empfehlungen. Ich sage Dankeschön, dass ihr dabei wart bis zum Ende dieser Sendung. Wir sehen uns wieder nächste Woche am Donnerstag zur gewohnten Zeit um 16 Uhr. Dann bei mir zu Gast Christopher Becht, der Marketingleiter von Würth Electronics. Wird uns sehr, sehr spannende und auch tiefe Einblicke in die Social Media Strategie eines der deutschen B2B-Unternehmen geben. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend, einen schönen Freitag. Wir hören, lesen uns und sehen uns hoffentlich spätestens nächste Woche.